Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Heute machen wir eine schnelle, leckere Kräuterbutter. Dazu brauchen wir vor allen Dingen frische Kräuter, Butter, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Wir bereiten uns erstmal die Kräuter vor. Den Rosmarin zupfen wir uns vom Stängel. Gott, der ist so frisch, da geht der Stängel glatt mit ab. Petersilie befreien wir auch von den groben Stängeln. Genauso unseren Oregano. Brauchen wir entsprechend nur die Blätter von. Und das Ganze hacken wir jetzt fein durch. So, die Kräuter sind gehackt. Und ich mache immer, wenn ich Kräuterbutter mache, direkt eine größere Menge. Denn dann, ja, ich mache einfach eine größere Menge. Ist einfach geiler, ne? Ja. So, egal welche Menge ihr macht, ungefähr ein Drittel der Menge, also ein Drittel der Menge Butter, nehmt ihr, packt ihr aus und packt ihr in einen Topf zum Einschmelzen. Dabei achtet darauf, dass der Topf nicht zu heiß wird, so wie bei mir jetzt. Müsst ihr ganz schnell runterkühlen, weil wenn ihr die Butter zu heiß macht, dann trennt sich die Butter, dann habt ihr geklärte Butter. Auch schön, wollen wir jetzt aber nicht. Also lassen die dann einfach langsam einschmelzen, ohne dass die sich trennt. Flamme habe ich auf ganz kleine Temperatur runtergestellt. Was ist der Sinn, warum mache ich das mit der Butter so, dass ich einen Teil davon einschmelze? Ganz einfach. Da geben wir jetzt die Kräuter gleich rein und dann können schön die ätherischen Öle aus den Kräutern in die Butter reinziehen. Kriegt ihr nicht so gut hin, wenn ihr es nur mit kalter Butter macht. So, zu den Kräutern gesellen sich jetzt meine Lieblingsgeschmacksverstärker, Salz und Pfeffer. Ruhig reichlich davon, weil die Kräuterbutter ist ja eine Würzbutter, die ihr auf weniger gewürzte Speisen dann dazugebt. Also Salz rein, gut Pfeffer rein. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch ein bisschen Curry mit reinmachen, ein bisschen Cayennepfeffer. Also da sind euren Wünschen und Fantasien keine Grenzen gesetzt. So, Knofi darf natürlich nicht fehlen. Kommt auch mit rein. Zack. Kann sein, dass das ein bisschen viel war, aber schadet ja nicht. Ich koche ja für mich, ne? So, jetzt nehmen wir uns ein Gefäß, in dem wir mit einem Quirl mit den Rühraufsätzen drin rühren können, damit das schön fluffig wird. Ich hab da mal was. Dann füllen wir jetzt in dieses Gefäß die weiteren Butterstücke. Stücke Butter, Butterstücke, ganz wie ihr mögt. Auf jeden Fall die zwei Drittel Butter, die ihr nicht eingeschmolzen habt. Darauf kommt jetzt unsere geschmolzene Butter mit den Kräutern. Langsam aber sicher, was ich jetzt nicht gemacht habe, was auch ein bisschen doof von mir war, ich hätte einfach die untere Butter ein bisschen klein schneiden können, dann macht euer Quirl ein bisschen einfacher. Bin halt auch nur ein Mensch. So, die Kräuterbutter könnt ihr euch jetzt nach Belieben portionieren, entweder mit einem Spritzbeutel schön auf ein Blech spritzen, dann in den Kühlschrank schieben oder einfach in Schälchen abfüllen, ganz wie ihr mögt. Ich packe jetzt einfach Soda rein und ziehe mir die dann immer schön mit dem Löffel dann runter. Zack. Das war's schon. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen.